kaum jemand habe ich unter meinen damaligen SPD-Bundestagskollegen oder in Sitzungen des SPD-Parteivorstands so sehr bewundert wie ihn, wie der Kriegsbefürworter und Sozialstaatsverschrotter aus der Ruhe bringen konnte. Wir waren beide 1965 in die SPD eingetreten und seitdem sowas wie auch private Freunde, das heißt weit über den entpolitisierten Bereich der Parteipolitik hinaus. Gegen jene Kapitalanpassler und Griecher, die ihn jetzt nachrufend für seinen aufrechten Gang loben, ich zitierte aus einer SPD-Presseerklärung, hatte er meistens nur Spott übrig. Schröder und Fischer waren nicht eben amused, als er den alternativen Nobelpreis erhielt und mit Hero of the Green Century bzw. mit dem Weltsolarpreis ausgezeichnet wurde. Die Zerstörer einer rot-grünen Perspektive hatten nicht eine Sekunde daran gedacht, ihm in der damaligen Bundesregierung Optionen für eine echte solare Wende einzuräumen. Auch von Cem Özdemir ist da nichts bekannt, der sich soeben erdreistet, Hermann, ich zitiere, den Grünen auf ganz besondere Weise verbunden, Zitat Ende, zu denunzieren. Dagegen Hermann Scheer, der Kosovo-Krieg ist ein Kriegsverbrechen. Auch die grüne Führung hat nur den Kopf geschüttelt, als Hermann Scheer das Scheitern von Rosa-Rot-Grün in Hessen mit Andrea Ypsilanti und in Nordrhein-Westfalen, für das er auch gegen führende Grüne sehr gestritten hat, in Weltnetz-TV verschwörungstheoretisch, ja, verschwörungstheoretisch, mit Heckenschützerei der Fossil-Atom-Lobby um Wolfgang Clement eng in Verbindung gebracht hatte. Hermann Scheer war nämlich kein Grüner, sondern ein Roter. Er ist der Vater des 100.000-Dächer-Programms Revolutionär mit Reformkraft, einer, der beim Schachspiel die nächsten Züge kannte und eine Endspielperspektive hatte. Hermann Scheer zeigt auch, dass es selbst in der SPD für Charakterstärke und Widerständigkeit Raum zu denen gibt. Und dabei entwickelte er eine Art aristokratische Verachtung für Kapitalanpassler, die er alleine herleitete aus der Überlegenheit seines analytischen Intellekts und seiner Moralität. Als wir am 17. Juni 1999 in Frankfurt gemeinsam mit Gregor Gysi, Jean Ziegler, Konstantin Wecker gegen die Macht und vor der Deutschen Bank demonstrierten, gab es vorher ziemlichen Druck aus der SPD gegen ihn, weil ja die Müntefering's und Steinbrück's ihn immer loshaben wollten. Ich machte mir Sorgen, dass er zurückziehen würde, aber er rief mich lautlachend zurück. Gegen diese Wadenbeißer bin ich mittlerweile völlig schmerzunempfindlich. War er es wirklich? Zusammen mit Konstantin Wecker, Heike Hensel und Uli Maurer hatten wir gerade in diesen Tagen mit unserem gemeinsamen TV-Projekt Weltnetz und der linken Bundestagsfraktion für den 11. Dezember in Stuttgart in Verbindung mit den dortigen Protesten einen öffentlichen Ratschlag vorbereitet mit dem Titel Kultur in der Demokratiekrise. Dies werden wir jetzt ohne ihn durchführen müssen, aber in seinem Gedenken. Denn es liegt jetzt auch an unseren Bemühungen, als politisch Hinterbliebene sozusagen, diesen Ausnahmepolitiker nach der wahrscheinlich kurz inszenierten Aufwallung aus Heuchelei und Scheinheiligkeit vor der Vergessenheit zu bewahren. Als einen großen Parlamentarier
wegen seines außerparlamentarischen Standbeins und als Gegenentwurf zu den Parlamentaristen. Die Solarenergie war nicht sein einziges Thema. Immer stach er durch dieses Thema auf die Unfähigkeit der Kaste aus Politikern und Journalisten durch. Ich zitiere aus seinem Buch Sonnenstrategie im Piper Verlag 1993, Seite 191. Originale sind beeindruckender als ihre heutigen Abziehbilder. Diese mögen sich immer noch am besten für geschmeidige, individuelle Führungskarrieren eignen. Die konventionellen Verhaltensweisen reichen allenfalls zur Macht in den Verhältnissen und nicht mehr zu neuer gestalterischer Macht über die Verhältnisse. Anfang der 90er, als die PDS noch das Wort verschämt mit Empire oder imperiale Kräfte umschrieb, sprach er klar vom Imperialismus. Ich zitiere: Die Kolonialzeit ist abgeschlossen und durch einen Energieimperialismus abgelöst worden, um Energievorhaben und andere Rohstoffe militärisch zu sichern. Die Stammokap-Theorie hat er in Juso-Zeiten lange bekämpft. Er war nicht bei uns, den Stammokaps, die eine Assimilation aus Staat und Großkapital gesehen hatten. Aber kürzlich feixte er mir zu: Was ihr mich nie überzeugen konntet, hat jetzt die Atomlobby geschafft. Und er las mir aus seinem Buch vor, ich zitiere: Ölförderländer haben Anteile an Automobilfirmen, Ölmultis an der atomtechnischen Industrie, die wiederum meistens auch die Fertigung von atomaren Brennstoffen kontrolliert. Stromversorgungsunternehmen besitzen Mineralölkonzerne und haben Anteile am Kohlebergbau. Banken haben überall Anteile. Zitat Ende, auch aus Sonnenstrategie 175. Auch das gelegentlich in der PDS in Mode geratene Wort von der Entstaatlichung, der progressiven Entstaatlichung heißt es da, nötigte ihm nur Verachtung ab. Entstaatlichung, sagte er, schafft den Regierungen nur die Möglichkeit, Verantwortung kurzfristig abzuwerfen, also nicht mehr zuständig zu sein und die Probleme laufen lassen zu können. Zitat Ende. Über die Innenarchitektur jener Medienpolitikerkaste, die Pierre Bourdieu die Trojaner des Neoliberalismus genannt hatte und die Anpassung und herrschende Lügen zu ihrem Gewerbe erkoren, schrieb er Mengen an Aufsätzen und Büchern, für deren lebendiges Interesse wir jetzt werben müssen. Ich zitiere: Wer etwas Neues fordert, steht grundsätzlich zunächst einmal in Beweisnot. Er muss die anderen überzeugen, dass das noch nicht Existierende besser ist als der Status quo. Deshalb haben es Konservative normalerweise leichter als Erneuerer. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Je tiefgreifender und umfassender eine Erneuerung ist, und er meinte die Solarwende damit, desto mehr Motive und Möglichkeiten gibt es dann für eine solche psychologische Kriegsführung von oben. Zitat Ende. Die Moleküle, die kleinen Bestandteile in der Kultur der Entzivilisierung waren sein eigentliches Thema. Im Vorwort zu dem amerikanischen Buch Gewohnheiten des Herzens, das der gewerkschaftsnahe Bund Verlag 1987 veröffentlichte, schrieb er prophetisch bereits damals, ich zitiere: In den Mittelschichten Nordamerikas und Westeuropas, sicherlich meinte er auch das, was jetzt in Ungarn, der Slowakei, in den Niederlanden mit der Tea Party in den USA geschieht. Und deswegen ist es ja so prophetisch, ich fahre fort mit dem Zitat. Also dort, in diesen Mittelschichten, breiten sich entfesselte individuelle Freiheitsvorstellungen wie ein Krebsgeschwür aus. Gefordert aber ist eine neue soziale Philosophie. Gelingt dies nicht, wird zunehmende Betroffenheit neben ebenfalls zunehmender politischer Hilflosigkeit stehen und die Zukunft für jeden Einzelnen wird barbarisch. Soweit Hermann Scheer
Und jetzt sind wir dran.